Als ich mich heute Abend in Twitter einloggte, wurden mir folgende Nachrichten eine nach der anderen präsentiert. Ist das Zufall? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das Ganze wirklich besorgniserregend. Ich werde gleich erklären, warum. Aber zunächst mal sage ich Ihnen kurz, welche Nachrichten mir da präsentiert worden sind. Und zwar, im Kreise von wohlgesonnenen Journalisten plauderte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, CDU, aus, dass sein Dienst schon vor dem vermeintlich rechten Geheimtreffen im Potsdamer Hotel Landhaus Adlon über das Wer, Wann und Wo bestens Bescheid wusste. Kurz danach hat eben der Bundesverfassungsschutzpräsident appelliert an die Bevölkerung, man müsse etwas gegen die AfD kommen, und dann kurz danach kam eben auch diese Recherche von Korrektiv. Die zweite Nachricht ist folgende, und das ist von der Tagesschau. Die erste ist von Tichys Einblick. Die zweite von der Tagesschau, und das ist Frau Nancy Faeser, die Bundesinnenminister. Sie will jetzt überwachen, welche Spenden an rechtsradikale Organisationen gehen, beziehungsweise auch welche Personen diese Spenden tätigen. Und zwar, sie begründen das folgendermaßen: Niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sollte sich darauf verlassen, hierbei unentdeckt zu bleiben. Das heißt, ja, es gibt kein Geheimnis mehr. Das heißt, es wird überwacht, wohin sie eigentlich ihr Geld schicken. Das ist eigentlich, was diese Dame vorhat. Dann dritte Nachricht, das ist unglaublich. Bundespolizei verhängt Einreiseverbot gegen Identitären Martin Sellner. Das ist natürlich die Hauptperson in diesem Treffen damals in der Nähe von Potsdam gewesen. Ja, er ist nach Potsdam gereist, nun darf er nicht mehr nach Deutschland einreisen, obwohl, zumindest so ist mir bekannt, ist er nicht verurteilt oder so. Das heißt, in Österreich kann er sich frei bewegen. So, jetzt möchte ich folgende Frage stellen, weil es ist ja ganz klar, dass das alles Reizthemen sind. AfD, Sellner, Treffen in Potsdam, das ist ganz klar. Da gibt es riesige Diskussionen, viele Leute sind empört, entsetzt, etc., etc. Aber ich möchte folgende Frage stellen. Nehmen wir an, wir hätten eine Regierung, ein Regime, welches die Grundrechte der Menschen einschränken möchte. Wie würde dieses Regime anfangen, das zu tun? Sie würde sicherlich das nicht zu tun, indem er zu den beliebtesten Personen eines Landes geht und dort anfängt, die Grundrechte einzugrenzen, sondern sie wird sicherlich dahin gehen, wo die Leute schon sowieso unbeliebt sind, wo die Leute eine extrem schlechte Presse haben, ja, wo außerdem auch Demos jeden Tag stattfinden. Dort wird sie anfangen, eben die Grundrechte eben zu einzugrenzen. Ja, und ich rede hier von Grundrechten, die eigentlich jedem zustehen. Ja, das heißt, wenn jemand eine Überweisung machen will, sollte der Staat eigentlich sich nicht dafür interessieren, ja, an wen er diese Überweisung macht. Wenn jemand eigentlich von einem Land ins andere reist, da sollte dem Staat egal sein, egal was diese Person in deinem Kopf denkt. Ja, das ist nicht Sache des Staates, denn es sollte Reisefreiheit geben, ja, zumindest in Europa. Ja, und drittens eben, ja, zum ersten Thema, ja, wie ist es möglich, dass ein Geheimdienst solche Informationen, ja, an irgendwelche Medien durchgibt, ja, damit diese eben eine entsprechende Recherche machen über, ja, immerhin, das darf ja nicht vergessen werden, das war ein Privattreffen. Die können schreckliche Sachen gesagt haben, monströse Sachen und so weiter, aber hier ist ganz klar eine Verbindung des Staates, des Geheimdienstes, ja, Verfassungsschutz, ja, mit irgendwelchen Medien, ja, und zwar konkret Korrektiv. Das heißt, wenn, da komme ich nochmal auf meine Frage zurück, wenn ein Regime die Grundrechte einschränken wollte in der Bevölkerung, wo würde sie anfangen? Ja, sicherlich bei denjenigen, die am unbeliebtesten sind. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das heißt diese Unbeliebtheit, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls wird ja unterschieden in den Grundrechten. Das heißt, es gibt Leute, die haben mehr Grundrechte als andere offensichtlich. Denn es kommen ja noch weitere Sachen hinzu. Zum Beispiel eben das, was ich ja schon erwähnt habe. Es gibt ja diese Petition, die hat inzwischen 1,64 Millionen Unterschriften. Und zwar, man möchte Höcke, ja, egal was man von ihm hält, schrecklich, fürchterlich und so weiter, aber man möchte ihm Grundrechte entziehen. Ja, also das ist schon eine Petition, das ist schon im Gange. Es gibt schon Millionen Menschen, die das anstreben. Und da komme ich eben zu eines meiner Lieblingsthemen, ja, wie Sie wissen, und zwar die ganze Situation der Lebensrechtler. Da kommt es ganz dicke. Man will diese Leute in Bannmalen einsperren.
Ja, und dort außerdem noch riesige Auflagen, was sie überhaupt zeigen wollen. Es ist nicht mal mehr sicher, ob sie zum Beispiel einen Säugling zeigen können, weil das wäre möglicherweise eine falsche Tatsachenbehauptung, denn das ist ein geborenes Kind und nicht eben ein ungeborenes Kind. Und das könnte möglicherweise irgendwelche Damen eben erschrecken und sie könnten Trauma haben, was weiß ich. Ja, also das ist die Situation, die wir haben. Das heißt, auch die Lebensrechtler gehören zu den Gruppen, die am meisten in den Medien angefeindet haben werden. Ja, sie gehören zu den Gruppen, die am meisten auch von der gegenwärtigen Ampelregierung angefeindet werden. Ja, allein diese Bezeichnung Gehsteigbelästigung, das ist die Art und Weise, wie die Ampelregierung, also konkret Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, sie benutzt das Wort am meisten. Ja, das heißt, so wird eigentlich dieses Gesetz eigentlich charakterisiert, ein Gesetz gegen Gehsteigbelästigung. Das heißt, die ganzen Leute, die sich für Lebensrecht einsetzen, die belästigen Leute, ja. Also das ist der Staat. Wir reden hier vom Staat. Wir reden hier nicht von einer Partei, oder wir reden nicht von einer Zeitung oder von einer Organisation, die sagen, okay, wir abfällige Sachen. Ja. Wir reden hier vom Staat. So bezeichnen sie diese Leute. Ja, und jetzt wird ein Gesetz nur für die Demonstration von diesen Leuten, ja, und zwar mit Behauptungen im Gesetz, die überhaupt nicht nachweisbar sind. Ja, das ist einfach unglaublich. Beziehungsweise mit Dingen, die Dinge, die da stehen, sind jetzt schon illegal. Ja, das Ganze ist eine reine Einschüchterung. Und nochmal komme ich dann zum dritten Mal zur Frage. Nehmen wir an, wir hätten ein Regime, rein hypothetische Frage, rein theoretisch, nicht, dass ich jetzt sage, okay, das könnte passieren in Deutschland, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber nehmen wir an, wir würden ein Regime haben, der die Grundrechte beschränken möchte. Wo würde dieses Regime anfangen? Ja, das ist die erste Frage. Und wo würde dieses Regime aufhören? Würden sie aufhören bei den Leuten, die eigentlich ganz klar unbeliebt sind, irre unbeliebt sind, wo die ganzen Medien ständig wettern? Ja, oder würde es dann erst anfangen, ja, würden dann weitere Sachen kommen. Das ist ja die Frage, die ich hier stellen will. Und ich werde jetzt nicht zu einer Schlussfolgerung kommen, ja, weil ich sehe hier schon in den ganzen Kommentaren, ja, es gibt viele Leute, die ärgern sich über meine ganzen Videos, wo ich die Linksdemos gegen rechts kritisiere, egal wie viele Argumente. Ich sage auch, die FAZ ist kritisch, die CDU ist kritisch. Trotzdem gibt es viele Leute, die sagen, wer diese Linksdemos gegen rechts kritisiert, ist rechtsradikal. Also das ist eine Gleichung. Das sagen eine ganze Reihe von Leuten. Okay, aber diesen Leuten, ja, diese Leute sollten eigentlich dieses Video ernst nehmen und fragen, okay, nochmal, wenn wir ein Regime hätten, rein hypothetisch, rein theoretisch, ein dystopisches Bild, wo würde man anfangen mit der Begrenzung, ja, mit dem Entzug von Grundwerten? Ja, bei welcher Gruppe? Ja, bei den Unbeliebtesten, ja, bei Leuten, die eben, ja, ständig eins auf den Deckel kriegen, ja, von den Medien etc. Ob berechtigt oder unberechtigt, das ist eine andere Frage, ja. Aber diese Frage möchte ich hier stellen, denn das sind alles Nachrichten, die nur in einer Woche erschienen sind, ja, einer Woche, in wenigen Tagen, diese Ampelkoalition, diese Ampelregierung, die extrem unbeliebt ist, ja, aber in riesigen über eine riesige Macht verfügt, weil es an der Regierung ist, ja. Diese Leute wollen diese Dinge durchsetzen, ja. Und sie haben noch, obwohl sie nur 30% Zustimmung haben im Bundestag, also in der Bevölkerung, sie haben natürlich eine Mehrheit im Bundestag. Das heißt, wenn diese Gesetze erstmal drin sind, wenn diese Dinge erstmal passieren, dann ist es unglaublich anstrengend. Ja, da muss man die Gerichte anrufen, da muss man vor Gericht gehen, etc. einen Haufen Sachen, Geld ausgeben erstmal, um sich dagegen zu wehren, um sich zu verteidigen. Ja? Also das ist die Situation, die wir zurzeit in Deutschland haben. Ja, und deshalb frage ich nur, ich werde hier keine Schlussfolgerung machen. Ja? Und insbesondere stelle ich diese Frage an diejenigen, die mich hier ständig kritisieren in diesem Kanal. Ja? Und ich blockiere sie nicht. Ich lasse die ganzen Kommentare stehen. Ja? Und ich bin da wirklich extrem liberal eigentlich in dieser Hinsicht, weil es gibt Kommentare, die sind wirklich unter der Gürtellinie. Aber selbst die habe ich in letzter Zeit einfach gelassen. Diese Leute bitte ich ganz objektiv zu sagen, okay, ist es in Ordnung, in dieser Art und Weise gegen die Grundrechte vorzugehen?